สวัสดีครับเพื่อนๆผู้ชมทุกท่านแล้วก็ทุกคนที่ชอบเข้ามาชมรายการของอาจารย์โรดี้ครับวันนี้เราจะได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับอักษรเงียบในภาษาไทย Hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen Beitrag zu den stummen Buchstaben in der thailändischen Sprache. In letzter Zeit wurde ich oft darauf angesprochen bzw. habe Anfragen erhalten, worum es sich bei den stummen Buchstaben im Thai handelt, weshalb diese überhaupt existieren und wie die zu erkennen sind. In der thailändischen Sprache gibt es sogenannte stumme Buchstaben. Das heißt, es sind Buchstaben, die zwar geschrieben werden in Wort und Schrift, die wir aber nicht aussprechen bzw. nicht lesen. Stumme Buchstaben, also stumme Konsonanten und auch stumme Vokale kommen mehrheitlich in Lehnwörtern vor. Bei den stummen Buchstaben unterscheiden wir auf der einen Seite zwischen Lehnwörtern aus den klassischen Ursprungssprachen Sanskrit, Pali und Chinesisch und auf der anderen Seite zwischen den modernen stummen Buchstaben, die aus den Lehnwörtern aus dem Englischen übernommen wurden. Bei den klassischen stummen Buchstaben unterteilen wir zwischen markierten und unmarkierten. Schauen wir uns zuerst die markierten stummen Buchstaben an. Wie werden die markiert? Es gibt ein Markierungszeichen, das hier abgebildet ist, mit welchem wir die stummen Buchstaben markieren. Das heißt, dieses Zeichen wird in der Teilschrift auf den entsprechenden Buchstaben aufgesetzt, um zu markieren, dass dieser Buchstabe, obwohl er da geschrieben steht, eben nicht ausgesprochen oder gelesen wird. Schauen wir uns hier ein paar Wortbeispiele an. Zum Beispiel Sat, Sat. Wenn du jetzt Thailändisch nicht lesen kannst, dann empfehle ich dir den Kurs Thai Grundlagen A1, wo du die Thai-Schrift Schritt für Schritt lernst. Falls du Thai lesen kannst, kannst du hier gerne mitmachen. Wir haben also den Begriff Sat und zum Schluss in Grau abgebildet ein Wawen, Wawen mit aufgesetztem kleinen Stummzeichen. Das heißt, dieses letzte W, W wird nicht ausgesprochen. Wir lesen diesen Begriff also genauso, als ob der graue Buchstabe gar nicht dastehen würde. Wir lesen also Sat, Sat, Sat und nicht etwa Satu, Satu oder sowas. Deshalb ja der markierte stumme Buchstaben. Ein weiteres Beispiel, Priot, Priot. Auch hier lesen wir diesen Begriff ohne den Nano-Buchstaben zum Schluss des Begriffs auszusprechen, da dieser ja durch das Stummzeichen aufgesetzt stumm geschaltet wurde. So gibt es viele Begriffe wie Pad, Adan, Adan zum Beispiel, lesen wir nicht Adani, Adani. Ich sage ja immer Adan, Rudi. Adan. Dann haben wir Sohn, Sohn, auch hier nicht Soni, Soni oder sowas, sondern eben einfach, als ob das Jojak zum Schluss des Begriffs nicht dastehen würde. Oder Manot, Sing, Swan, Tok. Und dann etwas speziell, Dan, Dan. Und hier haben wir jetzt eben zwei stumme Buchstaben, nämlich das Ra, R zum Schluss, welches stumm geschaltet wurde durch das aufgesetzte Zeichen, das Stummzeichen. Und zum anderen haben wir den zweitletzten Buchstaben, Tortahan, der ebenfalls nicht ausgesprochen wird und somit ein unmarkierter stummer Konsonant ist. Was das genau bedeutet, sehen wir in der zweiten Spalte dann. Und zu guter Letzt, Sapta, 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 die Woche, also das Ha-He zum Schluss wird nicht ausgesprochen, weil es stumm geschaltet ist. Nun, weshalb haben wir überhaupt diese Konsonanten dann noch hier stehen, wenn sie sowieso nicht ausgesprochen werden? Zu Beginn beim Thai-Lernen kann dies mühsam sein, wobei es nicht allzu viele Begriffe mit Stummschaltzeichen gibt. Aber man könnte sich denken, wir könnten ja einfach nur das schreiben, was hier in Schwarz eben steht, ohne die grauen Buchstaben noch stumm zu schalten. Das ist der Nachteil. Wir müssen also mit dem Begriff mitlernen, welche Buchstaben stumm geschaltet sind, beziehungsweise wie wir ein Wort, wenn wir es hören oder aussprechen, wenn wir es korrekt schreiben wollen,
auf Thailändisch schreiben müssen, um es korrekt zu schreiben mit dem Stummzeichen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Vorteile. So können wir ab einem gewissen Niveau im Sprachgebrauch eben ableiten, aus welcher Ursprungssprache ein Begriff stammt. Dies kann interessant sein für all diejenigen, die sich dafür interessieren, unter anderem natürlich die Sprachwissenschaft, aber eben wir können somit immer die Herkunft eines Begriffes genau deuten. Und jetzt gibt es eben, wie gesagt, auch noch die unmarkierten stummen Konsonanten, wie wir ja bereits im zweitletzten Beispiel dann gesehen haben. Dies sind Begriffe wie bat, bat, also nicht batr, batr, sondern bat, bat, die Karte. Sit, sit, also nicht sitte, sitte. Und jetzt sehen wir, es kann also nicht nur ein Konsonant stumm geschaltet sein, sondern eben auch ein Vokal. Beziehungsweise stumm geschaltet wird es ja durch das Stummschaltzeichen oder Stummzeichen und hier einfach nur ein stummer Konsonant bzw. Vokal, der eben nicht ausgesprochen wird. Also nicht sitte, sondern sit, sit. Samat, samat. Wir würden wahrscheinlich hier dieses Wort, diesen Begriff als dreisilbigen Begriff lesen, nämlich sa-ma-rot, sa-ma-rot, wird aber r eben hier nicht ausgesprochen. Deshalb samat, samat, also genauso lesen, als ob dieses r in grau nicht dastehen würde. Samat, fähig sein zu. Chat, chat, der Staat. Chat, also nicht chati oder so. Somut, somut, somut. Und auch hier das i, das kurze i, zum Schluss eben stumm. Also nicht somuti, sondern somut. Het, het, het. Pum, pum, pum. Das also auf der einen Seite die klassischen stummen Konsonanten und Vokale. Das so ein paar wichtige Wörter, die eben mit diesen stummen Buchstaben im Thai geschrieben werden. Diese stummen Buchstaben, die nicht ausgesprochen werden. Es gibt noch weitere Begriffe natürlich, aber insgesamt, wie gesagt, ist es eigentlich überschaubar, insbesondere wenn wir nur die Begriffe betrachten, die wir eben auch im Alltag brauchen. Gut, dann auf der rechten Seite eben die modernen stummen Buchstaben, welche primär aus dem Englischen natürlich kommen. Also moderne Lehnwörter. Auf der einen Seite auch wieder einmal markiert. Die meisten stummen Buchstaben aus dem Englischen sind eigentlich markiert. Es gibt ein paar wenige aus europäischen Sprachen, die eben nicht markiert sind, wie wir gleich sehen werden. Und hier jetzt ein paar Beispiele. Zum Beispiel b, b, b. Eine Kurzform von number, number oder englisch number, number. Also die Nummer oder die Zahl. B, b und das Number, das ra, r wird eben nicht gesprochen, deshalb stumm geschaltet. Dann haben wir bier, 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 auch hier das ra, r zum Schluss stumm geschaltet, also nicht bier, bier und es kommt vom englischen bier natürlich, bier, wird aber gesprochen bier, bier, bier. Dann haben wir ba, ba, ba. Also, wenn wir es auf Deutsch übersetzen würden, hätten wir hier B, A und R. Also Bar, die Bar, die Bar. Wenn ich zur Bar gehe, um ein Bier zu trinken, dann kann ich sagen Pompei Bar, Pompei Bar oder eben Bar, Pompei Bar, Pompei Bar, Pompei Bar. Bar auf Thai, so ausgesprochen, ohne R, R. Dann kommen eben Stummschaltungen auch sehr oft in Namen vor, in europäischen Namen oder englischen Namen. Zum Beispiel Peter, Peter, also Peter, Peter oder Peter, je nachdem. Peter, Peter. Und wir sehen, dass sehr oft das R, R stumm geschaltet wird. Mark, 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 hier Mark, Mark oder Mark. Also der Name, der männliche Vorname, Mark, ra, r, stumm geschaltet, also nicht Mark oder Mark oder sowas, sondern Mark, Mark. Dann haben wir Apartment, Apartment, Apartment und nicht Apartment oder Apartment,
aus dem Englischen apartment, das Apartment, die Wohnung, apartment. Computer, Computer und nicht Computer, Computer, sondern eben R wiederum stumm geschaltet. Computer. Dann Furniture, Furniture. Und wenn du Englisch sprichst, dann kannst du jetzt ableiten, woher dieser Begriff kommt. Ne? Furniture, Furniture, die Möbel, Möbelstücke. Furniture. Genau. Gut, dann haben wir noch die unmarkierten in modernen Lehnbegriffen, wie zum Beispiel aus dem Englischen, nämlich in Liter, Liter, Lit, Lit, der Liter, 2 Liter Milch, 3 Liter Bier und so weiter. Lit, wir sagen also nicht Liter, Liter, sondern Lit, das R wiederum stumm, aber unmarkiert. Ein weiteres Lehnwort, welches ich kenne hier, welches einen stummen Konsonanten besitzt, aber eben nicht ein Stummschaltzeichen, ist Met, 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 Meter, Meter, also der Meter. 2 Meter Distanz, 3 Meter Abstand und so weiter. Met, Met. Gut, das ist so ein Überblick. Wie gesagt, wenn du die Übersetzung aller dieser Begriffe lernen möchtest, dann kannst du natürlich dir einen Duden zu Handen ziehen und das selber nachschauen. Oder aber du kannst innerhalb des Kursprogrammes von Online Thai diese Begriffe mit den Lektionen gleich mitlernen. Wenn dir meine Inhalte gefallen, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch für dieses Video sehr freuen. Oder wenn du dieses Video oder den Beitrag mit deinen Freunden und Freundinnen teilst, natürlich den Kanal abonnierst, damit du auch immer auf dem Laufenden bleibst und eben auch die Glocke aktivierst, damit du die neuesten Beiträge nicht mehr verpasst. Oder wie ein Thai, eine Thailänderin sagen würde, Rü dam ti kon thai ja wa. Ta chob chom rai gan kong ajan lu di nia, go ko hai gott like, gott share, la go subscribe duai. Subscribe, subscribe na, go ko hai subscribe noi na. Super! Und wenn du dich grundlegend für die thailändische Sprache interessierst, empfehle ich dir wärmstens die Kurse von Online Thai, wo du Schritt für Schritt in die thailändische Sprache inklusive die thailändische Schrift eingeführt wirst. Einerseits Thai-Grundlagen A1, also Thai-Lesen und Schreiben primär, mit den wichtigsten Alltagsinhalten und der Aufbaukurs 1, Thai-Kurs A1 und jetzt neu eben auch Thai-Kurs A2, die ersten Lektionen und weitere Lektionen folgen. สำหรับวันนี้แค่นี้นะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมรายการของอาจารย์โรดี้ครับและหวังว่าเราคงจะได้เจอกันในบทเรียนแท้จริงครับเจอกันนะโชคดีครับสวัสดีครับ